Moin ihr Figurensuchtis und herzlich willkommen zurück bei Chris Tailment und dem 5000 Abo Gewinnspiel. Die Auflösung. Ja. Crazy. Ich sag immer mal crazy. So viele von euch haben mitgemacht. Ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Aber mega cool. Also ich habe jetzt hier 100, ich muss gerade mal rechnen, 158 Lose mit Namen von den ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Es haben ja auch einige Frauen mitgemacht, was ich sehr cool finde. Und wir machen es diesmal ein bisschen anders. Oder ich mache es diesmal ein bisschen anders. Ich habe zwar schon gesehen, in einigen von den Kommentaren stand drin, hey Chris, wenn ich gewinne, hätte ich gerne das und das. Ich sage ganz mal rigoros, ist mir Wurst. Es ist mir einfach egal diesmal. Es ist so viel und so krass. Ich ziehe einen Gewinner hier raus und danach ziehe ich den Gewinn. Und das habt ihr dann gewonnen. Ich finde es super. Also nochmal vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Es waren echt richtig viele Kommentare und wirklich danke für diese sehr netten Kommentare. Also es gab natürlich ein paar Leute, die nur geschrieben haben, Hashtag ein Jahr fertig. Also genau das, was ich halt gefragt habe. Aber es gab natürlich Leute, was ich mal sehr cool finde, wenn ihr was dazu schreibt. Das ist ja auch der Sinn eigentlich für mich, dass ich dann auch die Kommentare durchlese und mich dann freue, was ihr schreibt oder interessant finde, was ihr schreibt. Es haben sehr, sehr viele geschrieben, dass sie meine Videos gucken, weil ich so authentisch bin. Das finde ich irgendwie cool. Also finde ich schön, dass ihr das so seht, weil es gibt ja auch schon ein paar von euch oder einige von euch, die bei mir hier waren oder die ich schon getroffen habe und die dann sagen, hey, du bist ja genau wie in den Videos. Genau, warum? Warum soll ich mich verstellen? Das ist doch Quatsch. Ich mache die Videos so, wie ich das möchte und so wie es das halt ist. Und es haben ja auch, einige von den Kommentaren waren sogar so cool, die haben gar nicht mitgemacht. Die haben mir nur gratuliert zu den 5000 Abos. Das fand ich sehr cool. Vielen, vielen Dank. Das hat mich wirklich überrascht und gefreut. Sehr nice. Vielen, vielen Dank dafür. Auch natürlich sehr vielen Dank an die ganzen Sponsoren dieser... Sponsoren! Spon, mit Spon nur vorne. Für die ganzen Preise. Unter anderem, wir haben Silent Mike, Künstlerbox, King's Loot. Das sind jetzt Sachen, die jetzt hier nicht vor Ort sind, die ich aber einblende. C-Toys ist mit dabei, Morax, Mighty Underground und Mr. Coleco, Hasbro, Marlo, der YouTube-Kanal, Retro-Spielzeugwelt, Time for Action Toys, Toy Thunder, das auch Marlo, dann Plam Plam, der diese coolen T-Shirts macht, Hasbro habe ich glaube ich schon gesagt, Strong Vision, Nino Ade, die Los Amigos e.V. und Steinedorf. Ich hab jetzt keinen vergessen, hoffe ich. Also ich finde es echt krass, dass ihr euch alle dazu bereit erklärt habt, Sachen beizusteuern. Und direkt einfach gesagt habt, ja klar, machen wir. Könnt ihr mal. Mega. Finde ich richtig mega gut. Und alle, die mitgemacht haben, finden es auch mega gut. Sonst hättet ihr nicht mitgemacht. So, ich fange einfach mal an. Wir reden noch ein bisschen so, weil es ja Quatsch, wenn ich hier so alles ziehe. Und dann guckt keiner das Video. Ist ja auch Käse, ne? Also ich ziehe jetzt einmal mal den oder die erste. Also es ist wirklich, das ist mal, die Schüssel wird irgendwann mal voll sein, glaube ich. Also irgendwann wird es mal richtig voll sein. Und ich dachte schon, 158 Leute, das ist schon richtig viel, die mitmachen. Das sieht immer so wenig aus. Aber es sind 158. Ich habe die alle selber geschnitten und auch alle selber gefaltet. Erklärung, ich mache das nicht gerne auf PC. Also dieses random Gedöns. Ich mache es lieber analog. Hat so ein bisschen Flair von Retro. Ne? Also deswegen, Retro Toys und ich, wir sind ja so. Deswegen mache ich das auch gerne Retro. Also ich kann es dir gerne mal zeigen. Das sind jetzt hier die ganzen Gewinne, die es gibt. Aufgeschrieben. Die kommen dann hier an die Tasse. In die Chris Tailment Tasse. In die Chris Tailment Tasse! Und das sind jetzt hier die möglichen Gewinner. Ich mache so, dann könnt ihr das sehen. So. Gewinner oder Gewinnerin Nummer 1. Wir wissen noch nicht, was gewonnen wurde. Das ist ein Nerd. Das ist ein Nerd. Das steht schon da. Stefan, ein Nerd. Oh Gott, seht ihr das? Stefan, ein Nerd. Du hast was gewonnen. Was gucken wir gleich? Bevor ich jetzt das ziehe, was du gewonnen hast, sage ich nochmal ganz schnell. Alle Gewinner haben bis Dienstag Zeit. Also den kommenden Dienstag steht auch hier auch in meinem Post unten drunter, sich zu melden. Wer sich bis dahin nicht gemeldet hat, der hat keinen Anspruch mehr auf den Gewinn. Das
Das war letztes Mal waren es mir so, ach, das hat Wochen gedauert und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Ganz ehrlich. Dann gebe ich lieber anderen Leuten die Chance, die sich direkt melden, als die Leute, die es nicht schaffen, innerhalb von 2 oder 3 Tagen, Sonntag, Montag, Dienstag, in 3 Tagen sich zu melden. Deswegen, ihr wisst Bescheid. So, was hat er gewonnen? Gewonnen hast du das hier. Nee, dann immer das. Das hier habe ich gerade. Gewonnen hast du das Wrestling Pack. Stefan, ein Nerd, hat das Wrestling Pack von Retro Spielzeugwelt gewonnen. Das packe ich mal hier zusammen. Das hat der Stefan gewonnen. Glückwunsch, Stefan. Viel Spaß mit den Wrestling-Figuren und dem Katalog. Oh, ich bin jetzt... Ich würde das gerne alles behalten, Mann. Das sind so geile Sachen, weil... Oh, Mann, oh. So, Nummer 2. Immer das hier. Das lange Ding. Conjulio. Mit K. Conjulio, du hast was gewonnen? Was? Wissen wir noch nicht. Also, Conjulio. Conjulio, du hast auch was gewonnen. Koing. Und zwar das hier. Du hast gewonnen, was ich jetzt hier einblende, weil es ist nicht da. Das Pack von C-Toys. Das, den 25-Euro-Gutschein, die ausgedruckten, also 3D-Druck-Standys und eine Origins-Figur. Das geht an Conjulio. Das fang ich mal dahin. Eigentlich wollte ich nicht sagen, ich mach's trotzdem. Das war selbst für den Akku zu viel. Ich habe die neue Kamera, ich habe noch nicht raus, wann der Akku leer ist, weil das blinkt immer sehr spontan. Und dann ist es weg. Und damit sagte er Teil 3. Nummer 3 ist das hier. Übrigens, bis jetzt kenne ich noch keinen. Es gibt da so ein paar Menschen, die ich schon kenne. Torben Gebhardt. Der Torben Gebhardt hatte was gewonnen. Was hat der Torben denn gewonnen? Torben Gebhardt hat das hier gewonnen. Torben Gebhardt kriegt die Morax Clamshells. Die 10 Clamshells für Masters-Figuren. Da wird dich, oder wird Morax dir was zuschicken? Ach so, ihr müsst mir natürlicherweise eure E-Mails, eure Adressen schicken, ne? Logischerweise. Morax kriegt der Torben. Okay. Ist einer? Na ja, auch. Nochmal. Ist das einer? Ja, das ist einer. Das ist so geil! Okay, da bin ich mal gespannt. Gewonnen hat Marcel. Wer? Marcel. Also, die Person mit dem YouTube-Namen. Also, da muss ich noch irgendwie ein Programm aussuchen, wie wir das am besten machen. Dass auch die Person sich meldet, die es auch ist. Ich glaube, ihr müsst mir dann per WhatsApp mal zeigen, dass ihr euch einloggt oder so. Irgendwas in der Art. So, Marcel, du hast das hier gewonnen. Oh, Marcel hat gewonnen das Motu Pack. Also das hier. Den Screech, das Set von Los Amigos von Nino Arde und den Mega Construction von Toy Thunder. Das ist für dich. Wenn du dich meldest. Für Marcel. Also nicht, wenn jetzt Marcel heißt, hat nicht automatisch gewonnen, sondern die Person, die sich unter Marcel bei YouTube anmeldet. Nächster. Bis jetzt kenne ich ja noch keinen. Der Bayern-Pirat hat gewonnen. Harr. Oder wie sagt man in Bayern als Pirat? Harr? Oh, komm. Du hast jetzt mehrere, nehmen wir den. So, du hast gewonnen. Der Bayern-Pirat bekommt das Kingsloot-Pack. Die Überraschungsbox von Kingsloot kriegst du. Glückwunsch! Also Glückwunsch an alle übrigens bis jetzt. Logischerweise. So, damit ich das nicht verliere. So. Ihr seht das, ne? Also ich gehe da nicht irgendwie. Ist das einer? Ja. Ach, guck mal an.
Da gewinnt nicht nur einer, da gewinnt eine ganze Familie. Familie Neubert. Familie Neubert hat hier was gewonnen. Und was hat die Familie Neubert gewonnen? Das. Hohohoho. Familie Neubert. Ich zieh mal neu. Nein, Quatsch. Familie Neubert kriegt von Steinedorf die Castle Grayskull. Ihr habt die Castle Grayskull gewonnen. Krass, also Glückwunsch. Ihr kriegt eine originalverpackte neue Masters of the Universe Origins Castle Grayskull von Steinedorf. Wow, geil. Ja, viel Spaß damit. Nächste. Das. Gewonnen hat GameNews.de. Habe ich das falsch geschrieben? GameNews mit SZ, ist das richtig? GameNews.de. Also GameNews.de hat auch was gewonnen. Und zwar das. Oh, ein Pack. Du kriegst ein Pack. Und zwar kriegst du... du kriegst ein Pack. GameNews.de kriegt das Star Wars Pack. Star Wars Pack. Also das hier. Die beiden Retro-Figuren, dann von Time for Action Toys, den Black Series Commander Gree und von Marlow den X-Wing mit Luke Skywalker. Das geht an dich. GW. So viel Zeug noch da. Komm, das ist also... Was haben wir hier noch? Tobias Kellermeier. Das ist doch mal ein Name. Marcel. Also, Tobias Kellermeier. Du hast jetzt auch was gewonnen. Halt dich fest! Ich drehe die Tasse die ganze Zeit, ne? Ihr müsst ja sehen, was für eine Tasse ist. Das ist eine schöne Tasse. Die gibt es übrigens nicht zu kaufen, keine Angst. Tobias, du gewinnst die Mighty Underground Box. Da-da. Du bekommst von Mighty Underground eine Überraschungsbox zugeschickt. Sehr nice. Glückwunsch. Mach ich auch so, damit ich das nicht verliere. So, was haben wir noch ein paar, ne? Oh, oh, fast herausgeworfen. Das wäre ja auch Quatsch. Der nächste, die nächste. David Hasse. Hast du gewonnen, wa? Ja, der war echt scheiße, Entschuldigung. David Hasse, du gewinnst auch was. Und zwar... Oh, gut. Oh, David, wenn du nicht sitzt. Wenn du noch nicht sitzt. Setz dich hin. David Hasse, du gewinnst das, wo ich am meisten neidisch drauf bin. Du gewinnst das Gargoyle-Paket. Das Vintage-Gargoyle-Set, Misp. Richtig geil. Also, Entschuldigung, ich muss dir mal zeigen. Die Gargoyles, das ist dein Gewinn. Also, David Hasse, du hast, ich habe gedacht, dafür finde ich keinen. Schade. Also, Chris von Mr. Coleco gesponsert dieses coole Paket. Nächster. LOL Game Mollo. Also, das ist jetzt witzig, das sind alles Namen, die ich noch nie gelesen habe bei mir auf dem Kanal. Also, abgesehen vom Tag von der Teilnahme. LOL Game Mollo. Was habe ich doch? Das, noch, das doch, fehlt doch irgendwas, oder? Nee. So, du hast das hier gewonnen. Du bekommst die Silent Mike Künstlerbox. Die ist jetzt, die zeige ich hier auch, hier ist eingeblendet. Glückwunsch! Eine Silent Mike Künstlerbox für dich. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch zwei Gewinne noch, ne? Echt? Noch zwei? Eins, zwei. Stimmt. Also Transformer haben wir noch offen und das Paket hier haben wir noch offen. Schiller-Dämon. Oder Schiller-Demon. Dämon, der Schiller-Dämon. Den habe ich schon mal ein paar Mal gelesen bei mir. Was war das denn jetzt? So, und du kriegst das. Da gibt es keins zurück. Du bekommst das Shirt, Klemmerstein und die Mumie. Also das Set ist dann für dich. Ich hoffe, du freust dich. Das ist dein Set für den Schiller-Dämon.
So, herzlichen. Man kann das mal so machen. So, und jetzt das letzte. Die Transformers von Hasbro. Gewonnen hat McBain 1711. McBain 1711. Du, ja, wahrscheinlich. Ich guck mal. Ich guck mal, um sicher zu gehen. Oh, guck mal. Fast verrückt. Bekommst die Transformers. Transformers, more than meets the McBain. Das ist für dich. Die drei Transformers sind für dich. Das war's. War das wirklich. Nicht, dass ich jetzt Quatsch. Das waren alle Gewinne, oder? Kingsuit haben wir durch. Das haben wir durch. Das haben wir durch. Das haben wir durch. Ja, das waren alle Gewinne. Das war das Gewinnspiel. Alle anderen, vielen Dank fürs Mitmachen. Es gibt aber auf jeden Fall wieder neue Gewinnspiele. Ich habe schon ein neues Gewinnspiel da. Also was Neues zum Verlosen. Das kommt aber erst in 2 Wochen. Also wir müssen erstmal das hier über die Bühne kriegen und dann kommt das nächste Gewinnspiel. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Kanal unterstützt. Dass ihr die Videos regelmäßig guckt oder ab und zu mal guckt oder überhaupt guckt. Und jetzt kommen wir dazu, wie kriegt ihr eure Gewinne? Ganz einfache Geschichte. Ich bewahre die auch alle auf. Ich werde jetzt nicht wegwerfen oder so. Ich bewahre die auf, weil, ihr wisst ja, ihr müsst euch bis Dienstag melden. Wer sich Dienstag nicht gemeldet hat, kriegt den Gewinn nicht mehr. Dann ist vorbei. Dann nehme ich einfach, das mache ich kein Video drüber, dann ziehe ich hier einen raus und der kriegt dann den Gewinn. Die schreibe ich dann auch an. Also ich schreibe in den Kommentaren bei YouTube, schreibe ich dann, du hast gewonnen. Und ihr müsst euch dann melden. So, was noch? Genau, wenn ihr jetzt hier gewonnen habt, schreibt mir bitte eine E-Mail an die Adresse unten. Ich werde dann nochmal gucken, wie ich dann verifiziere, dass ihr auch die Person seid, die für die euch ausgibt. Und ich, genau, wenn ihr zufälligerweise auch noch zu der Los Amigos Convention 3 nach Hanau kommt, könnt ihr mir das auch gerne sagen. Dann kann ich euch die Sachen auch direkt mitbringen und persönlich überreichen. Das geht natürlich auch. Also, wenn ihr jetzt hier darunter seid und ihr kommt zu Los Amigos, sagt mir gerne Bescheid, ich bringe die Sachen euch mit. Ich bringe euch die Sachen mit. Mein Gott, was ist hier los? Und dann kriegt ihr sie von mir persönlich in die Hand gedrückt. Genau. Ihr kriegt natürlich, alle Gewinner kriegen noch Sticker dazu und ich habe ja noch diese Flaschenöffner-Magneten von Retro-Spielzeugwelt und ein paar Flyer und was noch so hier so rumhängt. Das kriegt ihr auch noch alles mit. Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Alle, die mitgemacht haben, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Bis dahin, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy. Ihr Figurensuchtis.